Willkommen zurück, Leute. Große Gesicht ist später dran. Genau. Wir brauchen das zweite Auge. Und eine Fackel. Weil ich hab ein Beil. Und Pilzleute. Jo. Komische, hässliche Pilzleute. Jo. Die allerdings nicht sonderlich gut auf Feuer klarkommen. Macht Sinn, oder? Ja, irgendwie schon. Da ist noch einer. Ich glaube, der will auch auf den Sack haben. Ich glaube auch. Schreit so ein bisschen danach. Ja. So. Und das war's denn für Das ihn. lief doch ganz gut. In der Tat. Sammeln wir mal deine Steinchen wieder ein. Und noch mehr zu essen. Grim Cap. Ernsthaft? It's a grim dungeon. Lass mich raten, in a Grim and Frostbitten Kingdom. Das hast du jetzt nicht verstanden, oder? Nein. So, das mehr Immortal hören. Nein! Doch. Ach, du Kleiner. Du Wenn du. glaubst immer noch, dass Black Metal gute Musik ist. Ja. Meine, abgesehen, mal abgesehen davon, dass du ja meinetwegen auch von Immortal und von Black Metal halten kannst, was du willst, aber die haben ein paar echt richtig gute Alben gemacht. Auch für nicht unbedingt den Black Metal-Hörer. Ja. Also insbesondere die, so ab der At the Heart of Winter, als die dann ein bisschen experimenteller wurden mit den Musikeinflüssen. Und die Sons of Northern Darkness ist immer noch eine großartige Platte. Ja. Da kommen jetzt Entschuldigungen hin oder her. Ach komm, mach du noch Kopf zu, du hast überhaupt keine Ahnung. Du Pfeife. Aber Also ich höre weiter Marius Müller-Westernhagen. ja, Bruce Mahlzeit. Das ist wenigstens Musik. genau. Musik, bei der ich ausrasten möchte. Möchte? Sachen kaputt schlagen. Du meinst eher Musik, bei der du ausrastest. Ja. Ich will dieses Rumgenudel anhören muss. Ja, das ist schon schlimm, das stimmt wohl. Ja. Hey, auch gleich höre ich Herbert Grönemeyer hören. Herr Marius Müller ist noch ein bisschen besser. Ja. Nicht viel, aber ein bisschen. Herr Migröd, Eimer und Marius Müller. Ich meine, gut, die haben beide mal in ihrer Zeit damals doch ein paar ganz moderate, hörbare Songs gemacht, aber. Futterge! In meinem Bauch! Gib mir einen Fisch zurück! Was? Gib mir meinen Du Fisch brauchst zurück. meine Angel nicht! Gesundheit. Was ist denn das schon wieder her? Kam gerade zu mir. Ich glaube, wir sind an der richtigen Stelle. Du musst dir jetzt nur noch seine Äuglein wieder einsetzen. Kling, kling. Oh. Ach. Yay, Nein. danke. Ja, ne? Da ist man so nett und blickt in seine Augen wieder. Und was macht der Penner? Hetzt einen scheiß Skelettritter auf uns. Legionär, bitte ist das Ja, nicht. okay, Ritter sehen meinetwegen. anders aus. Aber trotzdem, ne? Das ist ein netter Schockmoment. Ja, vor allem, weil er direkt hinter der Tür stand. Ja. Deswegen bin ich mir auch gerade nicht sicher, ob der da immer steht oder ob das gerade jetzt nur so ein Quirk vom Spiel war. Ich glaube, der steht da immer. Ja, nur so als kleiner Reminder, dass man auf der Hut bleiben muss. Ja, vor allem, weil dieser erste Teil so schön entspannt war, ne? Ja. So, ich hau ein paar Schnecken kaputt. Tada. So, da haben wir ein Schild und ein Speer. Speer und Schild. Und Stein. Habe ich auch wieder meine drei Steine. Du und deine drei Steine. Ich mag meine drei Steine. Was heißt die drei Fragezeichen, ne? Ich scroll. Doors of iron. Great rewards can be found behind these doors. To gain access, look carefully for small details and use your wits. Ich glaube, das ist einer von den extra Mini-Dungeons, oder? Nee, dahinter sind einfach bestimmte Ah. Goodies. Secret found. Whitewood wand. Ah, Spellcraft One.
Scroll. This magic stuff is a powerful weapon when wielded by a potent mage. Da müssen wir leider aufsteigen für. Ja, sieht wohl so aus. Wie viele Experience haben wir eigentlich? Ach, fast da, joa. Ja, das ist, das hier? Nein, okay. Ja, die Dinger sind cool, die fülle ich mich wieder auf. Mehr Scrolls. Touch to regain health and restore life. Mhm. Mir geht's gerade gut, darum mache ich nichts dergleichen. Meine Fackel ist aus. Und so sieht's aus, wenn man keinen Licht mehr hat. Nicht so cool. Deswegen, Fackeln sind eine gute Sache. Ja, man kann zwar weiterspielen, aber man... Scroll of Poison Cloud, Earth Magic 3, haben wir auch. Hast du auch, wollte ich gerade sagen. Links unten. Man könnte ja was denken, du hast ganz bewusst deswegen Feuer 2 und Earth 3. Ich war mir tatsächlich nicht mehr sicher, welche man als erstes. Ich wusste, Feuer und Erde lernt man relativ früh. So, dann gehen wir mal runter. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Also wir? Ja, genau. Ein oder sein Gesicht. Das ist nochmal eine Schnecke. Ja. Yeah. Aber was, ich würde gerade fragen, warum du nicht die Zeit benutzt hast, um für Dingenskirchens für den Magus noch ein Spell aufzusetzen, bevor du das Ding aufmachst. Aber egal jetzt. Ja, das war einfach nicht nötig. Also eine Schnecke ist jetzt nicht so gefährlich. So, aber ich habe gerade eine bessere Idee. That smell is so beneath my level. So. A thief of my level would never do that. Weil er kann so damit von hinten angreifen. Genau. Rogues do it from behind. Großartiger Song. Ja. Don't you know? Schwer hat Reach oder wie? Ja. Das ist in der Tat nicht schlecht. Dann habe ich ihm den auch gegeben. Fällt gerade erst auf, dass unser komplettes Team männlich ist. Ja, ja, Insekt halt, ne? Ja, ob da nicht wieder... Wir sind halt dreckige Sexisten. Wir hassen einfach Frauen. Oh ja, voll. Keine Angst, deine Freundin ist nicht da. Die kann dir nichts tun. Gut, gut. Ja, wir können mal aufsteigen. Ich wollte gerade eben sagen, wir können mal hochleveln. 4 Skillpunkte, das ist doch mal schön. Man kriegt ja doch eine relative Anzahl an Skillpunkten. Ich überlasse das. Athletics gibt einen plus Stärke, Armor 5. 4. So. Mal die ersten Boni abgreifen kann und dann erstmal was. So, was haben wir hier jetzt? Maces. Und Athletics. So. Und bei unserem Rokey Rogue. So. Sieht doch ganz gut aus. Jo. Jetzt müssen wir nur noch dahin kommen, dass wir den Mage auch noch. Ja, ja, der müsste jetzt auch hier im Moment kommen. Mhm. Noch ein Stein. Ist die Fackel nicht einsam? Nö. Also mittlerweile habe ich genug. Das ist ja eh ein Arschvoll, ne? Ja. Ich glaube, da geht's auch nicht weiter. Doch. Das ist halt um 8:03, ja. Da war ein Henkel dran. Aber da war hier auch ein Dings, genau. Na, ich wollte nur erstmal weiter gucken, bevor ich einfach irgendwelche Türen öffne. Sinnvoll. Übersichtshalber und so. Klamotten. Sieht aus, als wenn ein Magier das tragen würde. Ja, sieht so aus. Und eine Hose. Rennt die ganze Zeit ohne Hosen rum, die Sau.
Schämt ihr sich nicht? So. Ja, das war hübsch. Mehr Zeug für mich. Ich mag Zeug. Wie viele Punkte muss man eigentlich in Assassination investieren, um die um den Range mit Dagger zu bekommen? Relativ viele. Ah. Ja, ne? Deswegen, das finde ich halt eben auch ein bisschen. Es ist halt. Das ist ein Fernkämpfer. Ein ganz interessanter Bild, aber man ist halt eben dann im Prinzip für ein paar Level mit dem Thief ziemlich nutzlos. Also mit dem Rogue. Also man hat dann zwar die Wurfwaffen, aber man macht halt eben bei weitem nicht so viel Schaden, wie wenn man sich ein bisschen auf Wurfwaffen spezialisiert. Aber egal, wirkliche Builds und sowas können wir. Ja, fuck it! Oh. Ich hab was verloren. Ja, deine Magier. Wie krieg ich den denn jetzt wieder zum Leben? Das kann ich auch nicht sagen. Ich fürchte, wir müssen laben. Das ist super schlecht. Ja. Wir verschwenden Zeit, weil wir es können. Richtig. Beziehungsweise, weil wir es nicht können. Genauer gesagt. Aber das Gute ist, wir haben jetzt wieder viel mehr Spaß. Warum? Ja. Ich kann nicht sagen, das war falsch. Sieht halt alles gleich aus. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Gehen wir mal die andere Seite lang. In dem links war doch eh nur eine Schnecke und ein bisschen Loot. Dass du dich entsinnen kannst. Nee. Nee? Offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht, aber jetzt wieder, ja. Das heißt, wir können da durchaus reingehen. Ja. Da wird nichts Schlimmes passieren. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob die Dungeons, ich glaube, die sind nicht random generated, oder? Nee, die Dungeons sind fest. Deswegen kannst du eigentlich auch gerade da mal so da reingehen, genau. Ja. Jo, sagte. Ja. Ich bin nicht so ganz sicher, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht. Aber Hauptsache Giftwolkenzauber, ne? Hier. Ja, das Gute ist, dass das halt die ganze Zeit weiter Schaden macht. Ja. So, aufgestiegen. Was haben wir gesagt? Dann machen wir doch den Aufstieg, ich glaube, Access auf 4. Genau, und Athletik auf 2. Genau. Und was essen. Athletic auf 2 und Maces auf 4. Genau. So. Kann ich schon leveln, ne? Aber er kann essen. Er kann auch schon leveln. Ah, okay. Assassination? Muss halt auf 12 haben. Ah, okay. Das ist halt leider relativ hoch. Ja. Aber gut, ich sag mal so, wenn man halt eh vorhat, Assassination hochzuskillen. Ja, habe ich auf jeden Fall vor. Das scheint doch eine der sinnvollsten Sachen zu sein. Kann man natürlich auch erstmal nur machen, die ersten Level direkt in Assassination bis auf 12 hochziehen und dann den Dagger reinpacken ab dann. Genau, das war der Plan. Mhm. Weil du halt vor allem Weapons angeskillt hast, glaube ich. Ich habe da einen Punkt drauf, ja. Allein schon, weil am Anfang flohen wir uns und so. Ah ja, stimmt. So, aber ich glaube, bevor wir jetzt den selben Fehler nochmal machen und gleich wieder sterben. Ja. Wir wissen ja inzwischen, wo es lang geht. Machen wir, glaube ich, mal bis erste Schluss. Oh. Und dann beim nächsten Mal, ob wir gegen die komischen Pils irgendwas, Giftspuckmonster okay. stehen können oder nicht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye. Giftspuckmonster. Pilzradu mit T hinten. Ich schreib das so. Du bist ja auch ein Depp. Ja, darum arbeitest du mit mir. Bis zum nächsten Mal, Leute.